Hallo und herzlich willkommen bei Turnon. Das ist der Jens, ich bin der Alex und heute geht es um das Thema E-Mobility und wie sich das alles in den letzten Jahren so bewegt hat und noch bewegen wird. Aber warum reden wir darüber denn in den News? Warum machen wir ein News-Special aus daraus? Also, erinnert ihr euch noch an die paar letzten Wochen, die wir hatten? Da hatten wir zum Beispiel eine Harley mit einem E-Motor. Wir hatten den Microlino, so einen kleinen alten Wagen, der jetzt neu aufgesetzt wurde, mit einem E-Motor. Und dann hatten wir vor kurzem erst das Ding hier. Eine Mischung aus Bus und Straßenbahn, aber ja, mit einem E-Motor. Ohne Schienen vor allen Dingen. Ohne Schienen. Also da geht der Trend doch ganz klar zu E-Geräten, also zu Fahrzeugen mit einem Motor, der aber kein Verbrennungsmotor ist. Und da dachten wir uns, wir schauen uns mal an, was da gerade aktuell so läuft, was es für Probleme gibt und was in Zukunft noch so alles passieren kann. Was heißt E-Mobility für Privat? Autos und Roller und Fahrräder. Du hattest sogar mal ein E-Bike, fällt mir gerade dazu ein. Ich hatte mal ein E-Fahrrad, ja, ganz genau. Da haben wir auch ein Video zu gemacht. Auf jeden Fall war es sehr spannend, weil es hat mich nur dabei unterstützt zu fahren. Also ich musste immer noch selber reintreten, aber es hat mich sehr viel schneller fahren lassen. Mhm. Und ich fand diese Vermischung total spannend, weil du halt immer noch, also viele hatten Angst, wenn ich Fahrrad fahre und da ist ein Motor drin, dann stehe ich halt, wo ist ja bloß noch drauf und das fährt kann man ganz alleine. Nee, du musst schon immer noch selber was tun. Sonst wäre es ein Moped. Genau. Im Grunde. Dann haben wir natürlich Autos. Und Autos gibt es in Hülle und Fülle. Und allen voran, die eigentlich so in den Köpfen der meisten waren seit 2012, ist Tesla. Und da wird ja regelmäßig weiterentwickelt. Das aktuellste Modell 3 ist jetzt ab Mitte 2017 in der Produktion und wird dann ab Ende 2017, Anfang 2018 ausgeliefert. Aber bis wir da sind, bis wir am Ausblick sind, zum Ende dieser Sendung schauen wir mal, was aktuell da ist. Ein Model S, ein Model X und wir haben von VW noch Modelle wie den Golf E ab, den Golf 7e seit 2017 mit neuer Reichweite, den Zoe, den Leaf. Mir fallen jetzt nicht alle ein, aber kommen noch ein paar mehr. Es gibt auch mittlerweile Anbieter wie zum Beispiel DriveNow und Car2Go und wie sie alle heißen. Die bieten auch mittlerweile auch E-Autos an in ihrem Fuhrpark. Und das macht durchaus Sinn, weil man natürlich mit dieser Tankerei und sonstiges weniger Arbeit hat. Richtig. Und die haben weniger Wartung, die haben weniger Probleme, was die generelle Verschleißteile und sowas angeht. Und ich hatte vor kurzem jetzt eine App gesehen, da konnte man sich einfach einen E-Scooter einfach sich anmelden. Also nicht so ein Ding? Nee, so ein richtiger E-Scooter, ein E-Roller, genau. Ja. Und wir waren ja vor kurzem erst in Taipei, haben uns in Taiwan mal so ein bisschen die Computex angesehen und da sind die alle mit Motorrollern, also mit Rollern unterwegs gewesen. Und die werden auch in den nächsten Jahren komplett vom Verbrenner weggehen und alle komplett auf E-Scooter umsetzen. Das ist ziemlich spannend. Ja, richtig. Wenn wir uns mal zurückerinnern, Benzinmotoren, Benziner, hat sich eigentlich jeder geholt, der auch nur ein Fünkchen Geld auf dem Konto hatte und gerade seinen Führerschein seinen eigen nennen durfte. Und für irgendwie 500 Euro oder 800 Euro gab es dann schon alte Klapperkisten, Golf 2 oder sowas, mit irgendwie 200 oder 300.000 Kilometer drauf, die man dann fahren konnte. Natürlich. Das ist ziemlich gut sogar. Ist attraktiv, ist toll. Aber ihr dürft nicht vergessen, ihr arbeitet da eben mit sogenannten fossilen Brennstoffen. Und die sind nämlich irgendwann vorbei und dann haben wir ein Problem. Auf der anderen Seite dürft ihr nicht vergessen, natürlich ein Elektroauto kostet, meinetwegen nehmen wir jetzt eine günstige Variante, die dennoch was taugt, so ein Golf 7 beispielsweise mit irgendwie knapp 400 Kilometern, seid ihr so bei 40.000 Euro Einstieg. Und das ist nicht mal das ist der Neupreis. Richtig. Und das ist jetzt auch nicht die Premium-Ausstattung, sondern es ist ein gutes, okayes Auto. Man kann sich reinsetzen und fahren. Ja. Toll. Aber das ist ja dann nicht alles. Also normalerweise kauft man sich ein Auto und dann hat man auch die Steuern. Wie viel Steuern hat man aktuell mit so einem E-Auto? Null. Okay. Dann hat man die Versicherung, die natürlich sehr teuer ist bei so einem Neuwagen. Wie viel zahlt man da so bei einem E-Wagen? Aktuell für einen Golf 7 zahlt man im Jahr 300 Euro. Das zahlen manche in einem Halbjahr. Gut, Spritkosten, fossile Brennstoffe, es wird immer weniger, das heißt, es kostet immer mehr. Was hat man so für Spritkosten bei einem E-Auto? Zwischen 0 Euro oder maximal 10 Euro für den Golf pro Tankfüllung oder für die großen Autos 15 Euro pro Tankfüllung. Du hast auch so eine Ladekarte, da zahlt man einmal 100 Euro oder 150 Euro und dann... Es gibt da noch, es gibt die ökosystemeigenen Ladestationen, das ist der sogenannte Tesla Supercharger beispielsweise, da zahlt man nichts. Und es gibt von diversen Stromanbietern, auch regionalen Anbietern wie EWE, sogenannte Flatrate-Karten. Da zahlt man für ein Jahr 150 Euro und kann dann an allen EWE-Tanksäulen kostenlos laden.
So eine Spritfüllung kostet doch bei 50, 60, 70 Litern auch gerne mal so 50, 60, 70, 80 Euro. Ja, wenn du dann Benziner tanken möchtest und damit fährst, bist du bei 50, 60, 70 Euro. Das rechne mal jetzt hoch. Du gehst bestimmt zweimal im Monat tanken. Rechne mal 160 Euro, 150, sag mal 150 Euro im Monat. Der Durchschnitt ist tatsächlich einmal in der Woche für diejenigen, die halt auch damit einkaufen fahren, zur Arbeit fahren und so weiter. Okay. Die meisten tanken tatsächlich einmal pro Woche. Gut. Und dann kannst du dir ausrechnen, wie viel denn 4 mal 60 mal 12. Ja, gut. So, und das macht ihr jetzt wie oft mit dem Wagen? Genau, und dann kommen noch die ganzen anderen Kosten dazu. Und dann ist noch alles gut gelaufen. Es ist noch keine Reparatur und keinerlei Austausch von irgendwelchen Verschleißteilen. Dazu gehört Zündkerze, Keilriemen, Öl, also Elektronik, das heißt Motor der Scheibenwischer, die Sicherung, Relais, dann Birnen gibt es ja teilweise auch noch, gerade auch bei älteren Modellen. Bei neuen LEDs ist wieder was anderes, aber die alten, die Gebrauchtwagen haben auch noch oft Birnen mit dabei, die getauscht werden müssen. Wir sehen jetzt hier gerade nur den Start von etwas, was damals auch mit dem Auto passiert ist. Da haben Leute plötzlich gesehen, da kann man sich besser bewegen, anders bewegen, schneller bewegen. Und wir haben überall Öl. Jetzt wissen wir es besser. Jetzt wissen wir, dass wir nicht mehr immer auf Sprit, auf Benzin setzen können. Wir müssen uns irgendeine Lösung aussuchen. Es wird mit Wasserstoff sehr schwierig. Ja. Erdgas hat sich irgendwie nicht rentiert. Und Strom, das sehen wir alle irgendwie. Zumal du Strom auch sauber gewinnen kannst. Aber es gibt natürlich eine Kehrseite der Medaille. Elektroautos haben Nachteile. Zum Beispiel Elektronik. Ja, mittlerweile ist natürlich eigentlich gleichermaßen viel drin in Benzinern wie in E-Autos, aber der Antrieb ist eben die Schwachstelle, beziehungsweise der Akku. Die Motoren nicht, das sind alles Industriemotoren, die werden eine halbe Ewigkeit halten, aber der Akku ist wie beim Telefon natürlich endlich. Und man kann zwar schon sagen, ab wann es soweit sein wird, so ab 100.000 Kilometer wird es dann mit der Batterie auch langsam schwierig, aber das heißt noch lange nicht, dass ihr dann überhaupt nicht mehr fahren könnt, sondern ihr müsst vielleicht von eurem Tacho, sagen wir mal, 30, 40 Kilometer von der Gesamtreichweite abziehen. Gut, da habt ihr aber den Vorteil, wie bei dem Tesla-Ökosystem, Supercharger, ihr könnt alle 100 Kilometer das Ding wieder ran vollladen. Ihr müsst auch nicht lange warten. Ihr entschleunigt euch, ihr wartet 10 Minuten, 15 Minuten, euer Auto ist voll. Ihr könnt nicht mehr durchballern. Natürlich, ihr könnt nicht von Hamburg bis nach München mit einer Ladung 180 km/h schießen und den Verkehr gefährden, weil ihr ohne Pause wie verrückt rast. Müde seid. Ja. Und abzuckert. Richtig. Es gibt natürlich dann noch eine Sache wie, was ist der Werteverlust? Also du zahlst sehr viel am Anfang, aber wenn du es gebraucht verkaufen willst nach kurzer Zeit, da kommst du drauf an, was du für ein Auto hast. Ist es ein Zoe, dann bist du wahrscheinlich schon ein Viertel des Wertes los innerhalb kürzester Zeit. Holst du dir aber Premium-Autos wie Tesla beispielsweise, da kannst du auch nach einem halben Jahr damit rechnen, wie bei Apple-Produkten, dass du es bei eBay noch für sehr gut Geld los wirst. Weil da handelt ihr praktisch schon mit Computern als mit Autos. Und genau das ist auch der Nachteil. So ein Computer braucht auch immer wieder seine Updates. So ein Computer ist auch anfällig für Angriffe. Da jetzt alles noch sehr frisch ist, wird da noch nicht sehr viel passieren, aber es kann in Zukunft immer mehr da was. Ja, es gibt immer noch so viele Stolperstellen, die mich auch noch davon abhalten würden, eigentlich. Mhm. Aber wenn man ganz kurz drüber nachdenkt und weiß, man braucht das in Zukunft auch und man kann sich damit irgendwie arrangieren, dass es nicht mehr nach Motor klingt, nach dem, was man auch die ganzen letzten Jahrzehnte gesehen und gehört und gefühlt hat, dann glaube ich, ist das eigentlich okay. Ich kann nur kurz aus dem Nähkästchen sagen, ganz schnell, wenn sich jemand in ein E-Auto setzt, der bisher dachte, das ist alles Spielzeug und blöd, der wird sich wundern, was passiert, wenn man einen Kilometer mit so einem Auto gefahren ist. Was ich zumindest bisher mitbekommen habe, 5 von 5 Testprobanden hatten danach ernsthaft in die Überlegung gezogen, ein Elektroauto sich zuzulegen. Also, wie sieht das denn bei euch aus? Werdet ihr euch in Zukunft Elektroautos zulegen? Werdet ihr noch weiter auf fossile Brennstoffe setzen? Oder ist das wirklich schon eine Option für euch? Und wie seht ihr die ganze Entwicklung mit Bussen und Bahnen? Und die S-Bahn fährt ja auch mit Strom. Die ist schon seit ewig. Die Deutsche Bahn, die eigentlich S-Bahn. Fährt schon sehr viel mit Strom. Auch die BVG in Berlin fährt bei diversen Bussen mit Strom. Der Hyperloop kommt auch bald. Der Hyperloop fährt mit Strom auch. Es ist alles sehr aktuell. Wie sieht das bei euch aus? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Lass mal ein bisschen drüber quatschen. Richtig. Und nicht vergessen, nur, wir haben gar nicht über die Ausstattung gesprochen. Ne? Wenn man ein Auto kauft für viele, viele tausend Euro, gibt es Fahrassistenten, die bisher in sonst noch keinem Auto mit drin sind, wie Autopilot und Co. Nicht vergessen, das zählt da auch noch mit ein. Also wenn ihr zum Beispiel einen Porsche Cayenne für 100.000 Euro kauft,